In diesem Video geht es um die tragische Geschichte von Straßenhündin Linda, so wie sie von ihren Rettern getauft wurde. Die Aufnahmen entstanden in der Nähe von São Paulo in Brasilien. Eine Frau hörte von Weitem ein extremes Jammern von einem Hund. Als sie dem Geräusch immer näher kam, konnte sie kaum glauben, was sie sah. Eine Hündin hatte mehr oder weniger die Hälfte ihres Gebisses verloren, da sie von irgendjemandem angeschossen wurde. Die Frau verständigte daraufhin die Tierretter, welche kurze Zeit später vor Ort eintrafen. Die Tierretter nahmen Linda daraufhin mit zur Auffangstation. Dort musste der Tierarzt nun entscheiden, ob es noch irgendeine Möglichkeit zur Rettung gibt. Der Tierarzt sah zum Glück noch einmal eine Chance, Linda ein Leben zu schenken, ohne Schmerzen zu haben. In mehreren extrem aufwendigen Operationen wurde versucht, das Gebiss möglichst gut wiederherzustellen. Von Woche zu Woche verheilten die Wunden immer besser und Linda hatte immer weniger Schmerzen. Mittlerweile kann sie wieder von alleine fressen und trinken und hat zudem einen neuen Besitzer gefunden, der sich nun liebevoll um sie kümmert. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.